Jetzt läuft die Aufnahme wieder. Das letzte Mal haben wir das Level umgebaut, weil es nicht funktioniert hat. Wir haben den Käfig freigesetzt sozusagen. Und jetzt muss ich mir bloß ganz kurz hier Federblume und Yoshi holen. Mach den ganzen Schmarrn hier nicht. Geh hier durch das umgesetzte Röhrending. Hole mir den P-Switch, den ich eigentlich mit dem Schlüssel holen müsste da oben. Ich hoffe, da komme ich mit der Feder hoch. Beim letzten Mal habt ihr 3 schöne Begriffe gehabt. Ah, fuck you, Felix. Fuck you. Was denn jetzt schon wieder? Des Parts, ja. Wir haben das Level umgebaut in Luna Magic. Ich komme natürlich jetzt ohne den Schlüssel, den ich nicht mitnehmen kann, komme ich nicht hier oben an den Block ran. Welcher Block? Den Block, den P-Switch, um das blöde Ding da hinten. Also, ihr hattet die Begriffe? Ja, kann ich ja machen. Schwenflut und Ambivalenz. Kann ich ja machen. Aber die Übertragung ist gerade durchaus sehr flüssig, finde ich. Ihr habt gar keine Übertragung, oder? Nee. Ja. Eure heutigen 3 Begriffe werden sein: Leo, Hubermann. Kriegt ihr gleich. Die Frau und der Fremde. Jan, hör mit deinen scheiß Begriffen auf. Und Gein in Klammern arabischer Buchstabe. Wahnsinnig. So. Aber wenn du jetzt durch diesen arabischen Buchstaben so eine scheiß Nazi-Diskussion hier ins Rollen gebracht hast, dann. Was? Dankeschön. So. Gute Nacht, viel Spaß mit euren heutigen 3 Begriffen. 0C ist das. Tschüss, Jan. Tschüss. Statt 46 geht er in 42. Ich komme noch nicht drauf klar. Okay, gute Nacht. So. Ja. Wow, jetzt hat Jan das Ding hier wieder beendet. Oh, diese Leute. Alles muss man selber machen. So, ich hoffe, jetzt habe ich nichts verschoben. Gut, sollte passen. 42. Abflug. So, dann kriegt Dani jetzt Bild. Ich glaube, die anderen sind jetzt weg. Ich bin wieder da. Felix ist da. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn Felix jetzt weg ist und ich habe noch keine Lösung, dann wäre das jetzt lustig Felix gewesen. Felix kriegt Bild. Dann wäre es so wie in den ersten Inferi-Parts gewesen. Es war eigentlich... Ja, stimmt. Es geht auch nur mit den ersten Leveln. Mit denen geht das nicht mehr. Eben. Die sind einfach schon zu absurd. Das ist einfach viel zu schlimm geworden, das ganze Ding hier. Ja, stimmt gar nicht. Wir sind einfach nur total unterfordert, also du bist total unterfordert, deswegen kannst du das auch nicht mehr. Jetzt sollte das aber zu der 42 führen, zu der Antwort auf alles. Stimmt, das ist sogar der beste Raum in der ganzen ROM eigentlich. Jawohl, so okay, den blauen Cooper brauche ich, den roten Cooper brauche ich mit Sicherheit noch. Und den Schlüssel hier, der verschwindet jetzt wahrscheinlich, wenn ich damit hier hingehe, oder wie sehe ich das? Ja, pass auf, Moment, das kann ich ja erklären. Du bist hier sozusagen im Knast. Weil du eine falsche Antwort gewählt hast, aber es ist halt trotzdem hier noch irgendwie tolerierbar. Da oben steht Ad prime funafuti caput fice est. Das ist eine kleine Anspielung an einen treuen Abonnenten von dir. Das steht nämlich übersetzt: Vor allem ist Funafuti die Hauptstadt von Fidschi. Wer damit wohl gemeint ist, schöne Grüße an dieser Stelle. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, trotzdem noch okay und deswegen hast du den Schlüssel, um aus dem Knast rauszukommen. Und wie du siehst, sind die Wärter Asterix und Obelix auch gerade nicht am Zugucken, wie du ausbrichst. Also der Schlüssel kann weg sein, ja? Ja, genau, der muss ja weg. Du öffnest ja das Schloss, sozusagen. Du hast dann den Schlüssel gemobst und entkommst jetzt gerade quasi, weil die beiden nicht zugucken. Ja, genau. Genau, und in den anderen Leveln, also im Fail-Raum von Majuro und von Avarua, wäre einfach nur dieser Knast und du würdest nicht rauskommen und die Asterix und Obelix würden dich angucken, ja. Okay. Du hast auch, glaube ich, zu viele schlechte Filme geguckt, oder? Ja. Fluch der Karibik, wobei das ist kein schlechter Film. Vor allem Asterix und Obelix sind auch leicht dunkelhäutig, wie man vielleicht sieht. Warum machst du das gerade, Conny? Du kannst doch Yoshi... Conny, du brauchst Yoshi. Ich muss mich doch mal... Ich kenne das hier doch noch gar nicht. Ist ja recht. Ich schreibe lieber schnell Dani die Lösung weiter, bevor ich mir das angucke. Bitte, Felix, ganz ehrlich, die 10 Minuten wirst du jetzt wohl noch Zeit haben. Hier. Ja... Das schafft er direkt jetzt hier im Bilingual. Kann er mittlerweile auch gut, der Conan. Total. Guck mal, ich bin ja schon fast oben. Siehst du, er ist ja schon fast oben. Ah. Oh je. Bug dich doch am besten einfach durch die Notenblöcke irgendwie durch. Das geht bestimmt. Wenn du einen Wallgrab da durchmachst... Also jetzt bitte keine Bugs mehr hier. Ach, in dem Level keine Bugs mehr, okay. Keine Breaks mehr, meinte ich.
Kein einziger Bug wird es in dem Level geben. Gut, das klingt. Es würde gar nicht so viel bringen, wenn du da durchgingst. Na gut, schade. Überleg gerade, wie das ging, warte. Ach ja, genau. Was muss er denn da schon wieder alles machen, Alter? Das ist nicht so schwierig. Es ist eigentlich nur ein Bilingua-Ding, oder? Oder zwei? Ja, eigentlich schon. Ja, zwei. Ach, schreib das mal nicht, bleib jetzt einfach hier und versuch Conan das zu erklären. Ich schreib's trotzdem. Ja, ja, dann. Und dann ist er wieder gleich weg, der Felix. Dann sagt er, geht Zigaretten holen und dann ist er nicht mehr da. Wie kriegt denn Yoshi jetzt überhaupt? Ach so, ich bin so doof. Da ist noch so ein Gefängnis, so ein anderer Gefangener. Ja. Ja, Freitags. Ich bin ja echt blöd. Ist ja in Ordnung. Nix gesagt, gar nichts. Null. Nö. Schon Sinn. Ich dachte, ich hätte Mist gebaut. Ey, mal was Neues. Ja, vor allen Dingen in diesem Level hier. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ah, das ist auch gut, Conan. Guck mal, jetzt hast du Yoshi, der dann ein bisschen Spaß hat. Ja, wieso machst du das denn weg? Auch Mensch, Conan. Aha, hallo, der Herr. Aha, hallo. Wie ich mir das denn gedacht? So, du brauchst jetzt, was brauchst du da? Du brauchst einen Fisch irgendwie? Warum muss man mit einem Fisch den Bilingua machen? Er hat doch da einen Cooper, ne? Ach so. Naja, ich brauche ja den P-Switch, ich brauche hier ein Persistent-Item, ja, klar, ich brauche ja, eins, was ich esse, ja. Und ich brauche eins, mit dem ich mich treffen lasse. Ja, ja, das macht Sinn. Also ich soll mit dem Bilingua machen und dann soll ich wahrscheinlich den Cooper hier oben benutzen, um Bilingua auszuspucken, oder was? Höchstwahrscheinlich, ja. Den Netzcooper, okay. Ja gut, das sollte doch machbar sein. Ach, und ich weiß auch wieder, was da rauskommt, meine ich. Ja, den Netzcooper musst du sozusagen aktivieren, genau. Mit okay. Dem Netzcooper sorgst du dann dafür, dass du dann ne... Ach, dass du den Yoshi fütterst, oder? So, Fisch ist ja, so da. Also indirekt. Ja, ja, ich glaube, ich weiß wieder, was da rauskommt. Das müssen wir halt... Aber das schafft er doch jetzt ganz schnell, wenn das mit dem Fisch jetzt klar geht und das kriegt Conan schon irgendwie hin. Den Fisch hatten wir schon eigentlich mal. Nicht so schwierig. Richtig. Den Fisch hatten wir schon bei Dani. Ja, siehst du, da hast du das auch viel zu schnell geschafft, von daher geht das jetzt klar. Aber du musst natürlich den P-Switch zuerst. Ja. Deswegen. Ja, schön. Hier Slow-Mo, das wollte ich machen. Gott, du hattest keine Slow-Mo drin, oh mein Gott. Bisher nicht, nein. Tatsächlich nicht. Ich glaube, der rote Cooper ist auch zu weit weg, oder? Ja, jetzt muss ich erstmal. Ja, scheiße. Das war natürlich nix. Ich das irgendwie hin, dass ich... Mal schauen. Ja, du solltest noch ganz kurz warten. Ja, sowieso wegen des Coopers. Achso, kriegst du sogar. Gut, okay. Ob der Cooper denn rechtzeitig kommt, werden wir sehen, aber jetzt erstmal ja, kurz ja. Probieren. Du kannst ja direkt zurücksprinten mit dem von LeChuck bezeichneten Moonwalk. Genau. Yeah. Ja. Ach. Ach, scheiße. Der Fisch in mich rein. Aber wenn du direkt zurückgehst, dann sollte das vielleicht funktionieren, ich weiß aber nicht. So, ich hoffe, dass das geht. Ach, du musst vor allem diesen Fisch Switch-Ding musst du ja später nochmal machen, deswegen... Ja, das, guck mal, er macht das jetzt schon richtig gut und er schafft das gleich direkt nochmal. Ich lese mir das jetzt auch nicht mehr durch, ich will jetzt, dass du hier bleibst, das wäre sonst Mist. Ja, ach Leute, ich muss morgen früh aufstehen. Ja, wenn ja, du zur Schule musst, dann geh ins Bett. Das wollen wir nicht. Ja, natürlich nee, muss ich in die Schule, das war ja von vornherein klar. Ja, dann geh ins Bett. Tschüss. Also gerade zur Schule solltest du echt nicht ins Bett gehen. Die Schule wach erträgt man doch überhaupt nicht. Alter. Natürlich. Vor allem so Fächer wie Mathe oder Wirtschaft oder so. Ist das eigentlich wichtig, dass das der Fisch... Ach so, natürlich. Ja. Ja, der Fisch kann dich nicht treffen, ne? Ja. Du könntest da theoretisch ein paar Fische mehr noch hinmachen, dass du dann auf jeden Fall einen irgendwie erwischen würdest. Ja. Mit ein bisschen Glück krieg ich es halt aus der Situation, aber ja, das sah eben gar nicht so scheiße aus. Der kommt halt gerade echt ungünstig gesprungen. Versuch mal direkt zurück zu. Bist du dir voll auf dem Rückweg schon, also dass du so schnell wie möglich immer direkt zurückgehst? Wie meinst du? Ich meine, du kannst ja auch so zurück watscheln mit Yoshi so ein Stück und das kannst du ja schon, wenn die Zunge ausgefahren wird. Was, wenn die Zunge ausgefahren wird, kann ich zurücklaufen? Meine ich zumindest, ja. Wie denn? Indem du einfach zurückdrückst. Was? Du kannst doch mit Yoshi laufen, während er die Zunge ausstreckt, natürlich. Ja, das geht, aber das ist ein bisschen blöd.
Den P-Switch kriegst du auf jeden Fall. Ach so, das hier, dieses Wegrutschen. Ja, genau, das ist den Moonwalk halt. Ja, das ist doch schon. Gar nicht mal so dumm das aus. Sieht gut aus. Das ist, glaube ich, sogar. Darfst du den, oder darf Conan den Cooper töten? Muss er sogar, ne? Oder kann er? Ich komme doch hier nicht mehr zurück. Ja, ja, klar. So, ausspucken, mal gucken. Ja, sieht gut aus. Ja, wow, da kommt nämlich nur ein Cooper raus. Hui. Was mache ich jetzt damit? Du hast jetzt eine Shell durch den Cooper. Kürzen wir das einfach mal ab. Ja. Draufspringen und Shell holen. Okay. Es dürfte eine grüne sogar, ja klar. Muss ach, es... tschüss. Der darf nicht so langsam sein, der dreht mich. Ist auch schön, wie der Yoshi da rechts, dieser rote Yoshi, sich immer noch freut. Komm, ja, das ist toll, ne? Ja. Ja, und die Shell, okay. Das ist irgendwie so ziemlich die einzige Möglichkeit, durch Bilingua an eine Shell zu kommen, lustigerweise. Das ist ziemlich cool sogar, ja. Okay. Ja, aber was ist denn was für eine Farbe hat die Shell jetzt? Grün? Oder? Na, grün halt. Vollkommen Latte. Weil sie ist halt grün, das ist... Was mache ich jetzt damit? Du hast da schon zwei Sachen gesehen, oder zwei gewisse Blöcke, wo dir das irgendwie, oder vier sogar quasi. Yoshi kannst du da erstmal stehen lassen. Okay, also fliege ich jetzt mit der Feder nach oben und nehme die Shell mit. Oder Yoshi musst du, glaube ich, töten. Nee, töte mal Yoshi. Ja, töte Yoshi bitte. Aber so oder so muss ich dann mit der Feder hochfliegen. Ja. Ja. Kann ich den Cooper hier töten? Ja. Ich lese mir das mal durch. Also, tschüss, Yoshi. Also, Dani, der letzte Kram, wo es wieder anfängt mit Bilingua, das super. Ist nicht getestet. Ansonsten ist alles getestet. Ja, das funktioniert schon. Vor allem wegen der. Ja, das sehen wir schon. Eigentlich, ja. Schon. Eigentlich nee. Müsste das gehen. Also, das ist jetzt hier schon getestet. Nur. So, tschüss, Yoshi. Du brauchst aber die Shell, ne? Ja, das die sollte schon noch da sein. Ah, ja, ist ja wertig. Ja, wertig. Das ist gut. Mein Gott. So. Bekommst du weniger Lust, wenn ich gähne? Total. Ach so. Oh, was ist das denn für eine Scheiße? Das ist quasi so ein bisschen wie bei Skew im Hack. Ja, das ist auch von Stockable Solver oder so. Jetzt muss ich das so dumm timen. Ja, ich glaube, super. Also, nein, du musst ja gar nichts timen. Du springst einfach drauf, während das runterfliegt und schießt dann unten gegen. Und dann halt nochmal oben. Also oben, unten, oben. Ich spring drauf. Also erst um die zu stoppen, muss die nicht drehen. Drehen ist doch kacke. Ja, ja, eben. Ja, du kannst sie theoretisch auch drehen, wenn sie draußen ist. Ja, na gut. So, und jetzt schießt du unten gegen, also im richtigen Zeitpunkt, so dass die dann oben landet, während die wieder zum Block wird. Das ist eigentlich nicht schwierig, ist halt nur ein bisschen Timing. Ja, aber das meinte ich. Ja, das ist ja das. Das, das ist schon das ist nicht so schlimm. Das ist eigentlich total leicht. Nervige. Ja, ja, ja. Naja, ja. Ja. Mhm. Ich muss ja nur warten und 3000 Mal probieren. Ich gehe mir nein, wirklich. Eine schöne Tasse Honigmilch machen. Okay. Na bitte. Ja, perfekt. So, jetzt schießt du die an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich aber schnell da hoch. Was? Ach so, ohne die Shell dann. Ja, die Shell brauchst du ja nicht mehr. Okay. Das muss ich ein bisschen beeilen, aber das geht eigentlich. Also ich glaube, wenn du jetzt nicht so genervt von dem Level wärst, würdest du das gar nicht mal so kacke finden. Ah, scheiße. Ich find's doch gar nicht kacke. Okay. Einfach so ein paar Mal dann in den oberen Block oder so reinspringen, damit das... Ja, 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 klar. Ja, müsste schon irgendwie gehen. Das ist hier bei Sokobon Solver in so. Dings, ne? Mit dem... Ja, ja. Ja, das perfekt. Ist... Ach so, und jetzt kriegt der Yoshi hier die Blume. Genau. Ja, sehr schön. Warum eine Blume, warum kein Pilz? Eine Blume weil der cooler Pilz aussieht. Nicht so lustig springt. Also das wäre dann noch anstrengender gewesen für dich vom Timing her. Der Pilz springt an, das ist echt. Der bewegt sich ja nach rechts und links. Oh Gott! Oh Gott, scheiße, ey! Rechts! Das wäre geil gewesen eigentlich, ne? Gut, ja. So, wie geht's jetzt vorbei? Ja, jetzt musst du einen anderen Weg finden, um da hochzukommen. Wo willst du? Das ist übrigens total interessantes Trivia, das allererste vertikale Teillevel, was ich gebaut habe. Ja. Dann kannst du ja nur da drüben noch oben das gehen. Das ist vor allen Dingen das Level, was so, oder der Abschnitt des Levels, der dann letztendlich funktionieren wird, hoffentlich. Ja, das denke ich sogar auch. Ziemlich die Anlauf nehmen und hochfliegen. Mit der einzige Abschnitt im Level, der funktioniert, ist das erste ein vertikales Level baust. Ja. Wir sollten mega am abwarten, sag ich mal. Na ja, wir sind doch, du bist doch, du sagst doch mal, du bist Optimist, Conan. Oder bin ist ich ja.
Ändert sich das jetzt, wo du deine Klausuren schreibst? Ach, Schmarrn? Ich bin immer... Nein, nein, Moment. Schmarrn. Von Misserfolgen Schmarrn. Ändert sich ja nicht der Optimismus. Ja, das stimmt schon, aber es passte gerade. Nicht so eine Debatte um die Uhrzeit. Die Misserfolge, die sagte dann halt der Optimist, ja mein Gott, ist halt passiert, aber insgesamt kriege ich schon irgendwann was hin. Auch wenn das ein bisschen blöd ist. Grundsätzlich sagt ja ein Optimist nicht, dass etwas nicht funktionieren würde, oder doch? Oder? Naja, so eine Mischung aus Optimismus und Realismus, sagen wir es so. Das ist ja langweilig. Psychologisch habe ich jetzt ja sowieso gelernt, das hat weniger mit Optimismus und Pessimismus zu tun, sondern mehr, ob man eben erfolgsängstlich oder eben ob man erfolgshoffend oder misserfolgsängstlich ist. Solche Geschichten. Ich würde noch nicht zu weit da hochgehen, Conan. Ach, scheiße. Also, okay. Ist egal, du gesehen, den Reset doch. Also einfach den Switch holen. Was für ein Switch? Da oben ist ein Switch. Hast du ihn nicht gesehen? Wo? Da oben ist ein Switch. Also ein P-Switch. Da oben ist... Musst du ein bisschen Anlauf nehmen, ist ein bisschen unentspannt. Wie nennt sich denn das, Conan, wenn man richtig Bock drauf hat, auf die Schnauze zu fallen, beziehungsweise Misserfolge zu erleben? Nee, Bock auf die Schnauze fallen hat ja keiner. Aber es gibt halt Leute, die dann Fehler internal attribuieren. Was so viel internal heißt so viel wie man spricht es sich selbst zu den Fehler. Also internal heißt nicht, man spricht sich den Fehler selbst zu, sondern internal heißt halt, man schreibt es sich selbst zu, grundsätzlich, egal was es ist. Und external bedeutet halt, man schreibt es der Umwelt zu. Zum Beispiel, dass es aber ein Zufall war. Aber es gibt doch auch so einen gewissen Masochismus, dass du Lust hast, irgendwo zu versagen, beziehungsweise Misserfolge zu erleben. Das ist wieder was ganz was anderes. Ja, das ist auch sehr... Ja, das meinte ich. Ja, das war jetzt ein bisschen zu hoch, Conan. Ne? Naja. Was Ziel hinaus? Och, scheiße. Ja, gut. Weil es so viel Spaß gemacht hat, nochmal. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich der schönste Teil vom Level, oder? Jetzt, siehst du mal, Secret Exit. Ach das so, das sind ja Münzen beim Yoshi. Das heißt, ich will ihn einfach nur drücken und dann ist gut. Nee, leider nicht. Und wahrscheinlich so sieht es zumindest erstmal aus, ja. Ich will ihn natürlich auch noch duplizieren. Ja, musst du ja nicht, weil ich hab dir eine Reset-Dog gegeben, deswegen ist es ja entspannt. Kannst du mit dem Yoshi einfach durch die Reset-Dog gehen? Ja, jetzt können wir mal zeigen, wie das mit dem Duplizieren gedacht gewesen wäre. Ach so, ja, das ist auch nicht so schwierig. Ach so, du musst das tatsächlich nicht machen wegen der Reset-Door, ja. Ja, genau. Ich habe die aus Sicherheitsgründen dahingesetzt. Dann ist das ja hier wirklich total einfach. Gut, dass du hier wenn es funktioniert, ja. Dinge. Okay, das sollte ja wirklich drin sein. Naja, also, hier, wahrscheinlich war Felix hier sich nicht sicher, weil das erste Mal war, dass er ein vertikales Level gebaut hat. Ich habe einfach auch da nicht mehr getestet, deswegen habe ich nur Reset-Door hingesetzt. Ach, erst ab da hast du das Testen aufgehört. Ja, gut, dass der Rest funktioniert hat. Ja, siehst du mal. Alter. Also ich habe meinen Abschnitt des Levels habe ich auch getestet. Also warum ist er denn den nicht? Ich weine. Du musst es ja nicht machen, Conan, wie gesagt. Aber, ich hab's dir jetzt erspart. Du musst so ein bisschen in der Luft so drüber hovern, so, weißt du. Um so einen tollen Begriff einzudeutschen. Was hast du gerade gesagt? Du musst so über die Luft drüber hovern. Hover. Conan, you have to be the hovercraft. Genau. Wie kommst na bitte. Du denn auf hovern? Geht doch. Voll easy. Das wird doch hovern ausgesprochen. Jetzt kannst du durch die Reset-Door gehen. Ne? Mit dem P-Switch oder was? Nein, ja, ohne. Wozu geht denn überhaupt durch die Reset-Door? Ja, damit das Level Sprites, Slots resetten und so ist mir sicherer, wenn du Bilingua machst. Mir lieber. Ach, warum gehen wir kein Risiko ein? Ist doch langweilig. Das Schöne ist, es wird jetzt wahrscheinlich gerade wegen der Reset-Door nicht mehr funktionieren oder so. Das wäre lustig. Glaube ich nicht. Ich bin mir da mittlerweile so unsicher, was die Sprite-Slots angeht. Ich auch, deswegen setze ich überall einen Reset-Door hin. Kurzzeitig dachte ich tatsächlich, ich hätte das verstanden, aber dann kommen Kommentare wie hier von, wie heißt der Gute? Blob. Bio-Boss oder sowas. Der scheint echt Ahnung zu haben. Ja, ich bin total erstaunt, dass er sich nicht schon früher zum Wort gemeldet hat. Man kann ja auch nicht alles kennen, direkt auf Anfang. Der spielt jetzt, ich habe ihm übrigens Inferi mal geschickt und der macht das jetzt, was er vorhatte, da, dass er direkt im ersten Raum das Level schaffen möchte. Ja, von mir aus kann man das machen. Ja, egal. Das wäre lustig. Das wird dann die Intended Solution. Jetzt soll ich hier wieder den Dings machen. Genau, Dani, ist alles nur Fake. Ja, den gleichen Schrott nochmal. Mit Fischi. Guck mal, da kommt jetzt noch ein... Pilz hoch. Ach, warte mal, das ist doch sogar gut, wenn da ein Pilz hochkommt. Dann kannst du doch mit dem machen. Mit dem One-Up, oder? Ah, ne, der kommt ja nicht hoch. Schade, wäre auch zu geil gewesen.
Der fällt nach rechts raus wahrscheinlich, oder was mit dem? Vermutlich, der wird nicht hoch. Ja, schade. Wäre auch zu geil gewesen. Der würde gar nicht hochbacken, auch gut. Ja. Fisch. Ja, das ist jetzt ein bisschen komplizierter hier sogar noch, ne? Ja, das ist ein bisschen ätzend. Und, ja. Goomba, aber du kannst ja, Goomba, du kannst stop! Du kannst ja den Fisch da oben ein bisschen, den Fisch da oben, du kannst dich da oben auf das Trampolin stellen und den Fisch ein bisschen beobachten. Ich darf ja nicht aufs Trampolin. Wieso? Natürlich. Anweisung von oben. Was? Ich soll nicht zu hoch scrollen hier. Ich meine, du stellst dich einfach aufs Trampolin und wartest, bis der Fisch dann mal eine ordentliche Position hat. Ich hab dir da ein oder zwei Screens Platz gelassen. Auch natürlich einfach da. Eigentlich dürfte nichts passieren. Ja, es wird schon funktionieren. Das sieht gar nicht so scheiße aus. Der Goomba ist natürlich ein bisschen schlecht, weil er sich noch nicht bewegt. Der ist schon den Fisch. So, und dann... Ach, scheiße. Schade. Stimmt. Aber es wär nicht schlecht gewesen. Wäre perfekt gewesen, Conan. Ja. Bin stolz auf dich. Ich glaube, das mit dem Fisch wirst du so nie wieder hinbekommen. Ach, nee. Warten. Der muss sich jetzt nur bewegen, der Goomba, und dann ist gut. Und jetzt kommt Goomba, er gerade auch wieder. Ja, komm, bitte, bitte, das könnte klappen. Du kannst ja auch theoretisch über den Goomba rüber mit der Zunge, wenn der Fisch gerade nach oben springt. Naja, ich werde das schon irgendwie... Also das geht schon, das ist schon echt nicht so schwer hier. Schaffst du. Auf jeden Fall ist das erstes Huch. Ja, falsch reinfolgen. Auch schön. So sollte das nicht aussehen. Dann ducken wir uns halt, meine Güte. Musst du, glaube ich, gar nicht, oder? So, jetzt Fisch. Oh, was? Oh, nein! Ach, war der Goomba gerade, ja, der darf dann nicht... Ach, die killen sich gegenseitig, ja? Ja. Der darf zumindest nicht gerade hochspringen, wenn der Fisch in seiner Nähe ist. Ist auch interessant, eigentlich für ein Level einzubauen. Ja, das hast du ja quasi gerade hier getan. Ja, aber ich will ja nicht, dass das passiert. Dann ist das, ja, das ist... Was ein Pech du manchmal hast, Conan, das ist unglaublich. Na gut. Ach, ja. Na gut, ich meine, der Fisch kann ja erstmal weg, ich kann den neuen Fisch erstellen. Achso, ja. Ja. So. Aber grundsätzlich schon, ja, stimmt. Das geht schon. Kannst du auch wieder mehrere erstellen, genau. Du kannst auch den Fisch vor dir rumspringen lassen? Nee, das ist wahrscheinlich komplizierter. Nein. Naja, das... Das ist so ein unnötiges Rumgehampel, ne? Aber guck mal, jetzt läuft der Goomba gerade los. Und ich glaube, wenn der Goomba dann läuft, dann dürfte doch der Fisch ihn auch beeinträchtigen, oder? In seinem Laufen da? Das könnte sein, aber ich würde das ehrlich gesagt nicht von rechts probieren, den Kram hier. Nee, deswegen lässt du den Fisch dann nach rechts halt rüberspringen, auf deine rechte Seite. Wenn der Goomba sich gerade umdreht? Oder das ist jetzt ein ganz unangenehmer Sprung. Ah, scheiße, der wäre gekommen. Fuck. Ja, dann mach... Lass kommen, kommen das jetzt kommen. Was? Cool. Nani, meinst du? Oh, komm schon, ja. Komm schon. Ja. Wow. Nimm ihn, leck mich am Arsch. Ja. Goomba ist zu schnell. Ja, der Goomba kommt zu schnell. Diese Drecksau. Oh. Was? Ja, Goomba ist ein Ticken zu schnell und ich war ein Ticken zu langsam. Schade. Huch, wieso kommt da die Blume? Na, ich will nicht. So. Nein. Der Goomba darf nicht killen. Also Bilingua mit einem Fisch ist echt so ziemlich das Beschissenste, was es gibt. Aber ich muss sagen, das finde ich lustig, ehrlich gesagt. Das findest du lustig? Das regt mich gar nicht auf, das finde ich lustig. Das ist ja auch lustig. Dass du das Level mit einem guten Eindruck verlässt. Na, das ist nichts, wo ich nicht weiß, was ich machen muss. Ich weiß exakt, was ich machen muss. Und es ist ein bisschen Geschicklichkeit dabei, das sowas mache ich dann schon wieder. Ja, aber das wäre ja bei jedem Glitch so, wenn du ihn irgendwie 30 Mal gemacht hättest. Manche Glitches sind auch einfach nur dämlich, muss man auch sagen. Jetzt bin ich zu bald, ne? Ja, scheiße. Aber der Fisch ist eh weg. Aber der könnte ja wieder raufspringen, ist er ja eben auch schon. Ja, klar. Schauen wir mal, was passiert. Der Fisch ist richtig nice. Ich finde ihn richtig, richtig nice. Oh. Springt da runter, oder? Ja, Fisch, du bist so toll. Was machst du denn, Fisch? Oh, Fisch. Das ist natürlich auch eine Anspielung auf den biblischen Fisch, dass man den... Ach, vergiss es. Ja. Naja. Der käme in dem richtigen Moment tatsächlich krass, okay. Hoffentlich bleibt echt? Das so. Mal schauen. Ja, das du könntest den genau erwischen, wenn er dann hochspringt. Das ist echt... Also das könnte gerade echt gut passen hier.
Was macht er? Springt er? Kann es sein, dass der immer zufällig springt? Da habe ich mich gerade auch gefragt. Ich hoffe nicht. Naja. Nee, der hat genau denselben Pattern tatsächlich. Ja. Sicher? Ja. Ja, ja doch, hat er echt. Das könnte sehr perfekt passen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen eng. Ja, mit dem Boomer da. Ja, du hast recht. Aber das würde funktionieren, wenn du die Blume vorher runterließest. Mhm. Ja, ja, die Blume ist zu weit und zu spät unten. Hm. Jo, lass so runter. Yum, yum. Ich glaub, hättest du schon früher runterlassen müssen. Ja, hast recht. So kurz bevor der sich bewegt, so irgendwie. Ja, das sieht gut aus. Aber du bist, glaube ich, auch zu nah am P-Switch jetzt. Ich weiß es aber nicht. Ja, siehst du. Ach so. Ja. Könnte aber trotzdem gehen. Jo. Ja, das könnte gehen. Ja, das funktioniert. Das funktioniert. Das ist sogar gut, dass du zu nah am P-Switch stehst. Womöglich, ja. Huch. Ja, weißt du, das wolltest du ständig machen da mit dem, mit der Beere in dem Level. Da hat das nicht funktioniert. Ne? Das Huch. Das war auch interessant. Hat das funktioniert nicht, ne? Nein. Ach, er hat gar nichts im Mund. Du hast den P-Switch ausgelöst und hast nichts im Mund. Ah, du hast den Glitch verstanden, Conan, ne? Ja. Total. Nein, ich glaube, dann hat er nicht. Ich glaube, du hast ihn nicht berührt. Ja, ich glaube auch. Hättest nach oben noch gucken müssen, wenn wir die Zunge. Wann kann ich das testen? Hätte. Wenn nichts im Maul ist, hast du es falsch gemacht. Nee, du hast ihn nicht erwischt, nein. Ja. Aber das funktioniert, es geht auf jeden Fall, ja, das ist schön, das ist echt. Ich werde dann mal jetzt gleich für Level 5, also den letzten Teil werde ich jetzt gehen, weil da braucht man ja keine Hilfe, das ist ja... Ach, da kannst du jetzt nochmal ganz kurz noch bleiben. Jetzt, ja, aber er hat morgen Schule, das kann ich eigentlich echt nicht verantworten. Ach Quatsch, das ist für meine Entscheidung. Ja, das ist mir schon klar, dass deine Entscheidung ist. Ach Mann. Ah, jetzt kriegt das. Aber du kannst nach oben gucken und die Zunge nach oben ausstrecken. Ich glaube, dann erwischst du den auch. Ja, siehst du? Ja. Sehr gut. Und Colin, ich bin das eigentlich gewohnt, das passt schon, aber... Ja, wir haben es doch noch gar nicht so spät. Ich habe vorhin übrigens schon 3 Stunden geschlafen. Muss ich jetzt hochfliegen oder reicht das Trampolin? Trampolin reicht, wenn es denn funktioniert. Ich wäre sehr froh, wenn es funktioniert. Reicht das nicht? Das klappt. Das... Ja, das reicht. Oh, ich dachte jetzt schon. Oh Gott. Wäre das jetzt unnötig gewesen. Oder so, du hättest da ja auch fliegen können, oder? Oh, das funktioniert nicht, geil. Habe ich was falsch gemacht? Nee, ich denke mal, dass ich wahrscheinlich an den Sprite-Slots wieder mal liegen, ja. Ach, Mann. Ah, vielleicht hätte es funktioniert, bevor du in die Reset-Door gegangen bist. Ja, okay. Really? Ja. Oder du musst... Es kann auch sein, dass... ich verstehe das wieder mal nicht, ne? Aber es kann gut sein, dass es mit einer... dass der P-Switch als Persistence-Writer irgendwie nicht funktioniert mit der... Doch. Du musst halt... Hast du den Fisch gerade getötet? Nee, es kommt irgendwie auch ein bisschen drauf an, wo... Ja, hat er definitiv. Es kommt ein bisschen drauf an, wo die Sprites reingeladen werden. Und ich glaube, dass so eine Shell teilweise anders reingeladen wird oder ein anderes Slot als der P-Switch. Aber... Okay, okay, dann macht ihr das jetzt einfach so, ihr probiert es noch 1-2 Mal, wenn es nicht geht, dann setzt du Conan einfach in Raum 50, okay? Ja. Conan setzt dich da rein. Conan, macht ihr das so? Ich bin ja gleich das schafft ihr ohne mich, oder? Chill. Ja, wir schaffen das schon ohne dich, so ist das nicht. Ich guck mir das jetzt nur einmal hier an, aber ich denke mal, das wird nicht gehen, nee. Nee, das funktioniert so nicht. Schade. Müssen wir da nochmal gucken. Wenn ich einen nicht töte dann, vielleicht dann? Oder mach einfach oben die Mancha weg, dann läufst du da durch, das ist vielleicht am einfachsten. Wenn ich den Koopa quasi am Leben war, fuck. Das macht auch keinen Sinn. Das ist Schwachsinn. Nee, das geht nicht. Ich gehe trotzdem nochmal hoch. Ja, es wird sich nichts geändert haben. Ich kann ja auch zurückspulen, bevor ich durch die Reset-Door bin. Ja, aber ich bin jetzt weg. Dann, wie gesagt, mach das einfach so, du setzt dich in den letzten Raum und gut ist. Okay. Alles das klar. Ist jetzt, also danach wäre jetzt direkt die Tür gekommen. Das ist jetzt das Einzige. Oder muss ich warten, bis die Pflanze rauskommt? Nee. Was wäre da rausgekommen? Wahrscheinlich ein Wiggler, ne? War das? Ja, genau. Wäre ein Wiggler rausgekommen, auf dem man dann da drüber gesurft wäre. Nee, der Sprite ist trotzdem schon drin, Conan. Du könntest das jetzt, also der müsste jetzt reingeladen sein, die Pflanze. Der Pflanze, was? Okay. Du kannst aber theoretisch dann mit Yoshi einfach rüber, indem du immer an der Wand entlang ballerst, ne? Ja, oder? Viel Spaß, okay. Funktioniert das oder? Ich weiß nicht, ob da 2 Blöcke... Weiß ich auch nicht. Viel Spaß. Ciao. Tschüss. Versuch das jetzt mal ruhig, Conan, mit der Pflanze da. Ach Quatsch, mit der Wand oben und Yoshi. Das wurde zum Beispiel noch... Ja, genau, mit so einem Turbo-Knopf. HF01 lässt grüßen.
Das wurde, glaube ich, noch oder weder bei Puzzle World 3 noch bei Zuni noch sonst wo richtig gefordert. Also das ist jetzt hier gefordert. Los, mach das. Mhm. Also es würde auf jeden Fall wieder zum Level passen, weil das wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Du willst das noch ein bisschen ausprobieren, ja? Na, ich will zumindest wieder hoch. Was? Wieso willst du denn da hoch? Du kannst doch da hoch gar nicht. Du kannst theoretisch... Ich soll doch jetzt an der Wand entlang huppen. Ach so, ja, das funktioniert ja, meine ich, gerade nicht. Ach so, ja gut. Weil die Lücke zu gering ist. Wie groß ist denn die Fläche da? Was, also die... Das sind, warte mal, 1, 2, 3, 4, es sind zu viele Manche auf jeden Fall. 5, 10, 15, sind 20, 21 Manche. Aber das, Quatsch... Schwachsinn, 16 würden schon reichen, dann würdest du ja hochkommen. Aber du müsstest dann auch noch 3 Blöcke hoch, also das ist Schwachsinn, das schaffst du nicht mit der Feder, wenn du das meintest. Ach, schade, na gut. Aber ja, das meinte ich natürlich. Huch. Ja, dann setz dich jetzt einfach in den letzten Raum, das passt schon. Naja, jetzt, ist ja nicht so, dass das was Neues. Ich mal zurück und guck, ob ich noch vor der Resetor lande. Ja, auch gut. Oh. Aber jetzt ist wenigstens wieder Musik im Hintergrund drin, dürfte ja. Ja, muss ja, natürlich. Ah, das ist schön. Ja, geht. Ich nicht so gezwungen, jetzt zu reden. Geht. So. Wo ist der Goomba? Hast du den getötet? Wahrscheinlich, ne? Ich hoffe nicht. Ich fürchte schon. Es war jetzt aber doch hoffentlich nicht der letzte Rewind, den du hattest. Da ist er noch. Ah, schade. Dann musst du das halt doch probieren. Schade, schade. Dann musst du jetzt den P-Switch nochmal holen, um Gottes Willen. Na, das ist ja jetzt also bitte. Ja, das ist viel zu anstrengend. Total. Ja, Antivir, fick dich, Weng. Ja, wenn die das so hören bekommen. Vor allem, da steht natürlich, möchten sie das nicht lesen. Ja, ich sehe das auch gerade. Das ist bestimmt in der Aufnahme auch drin, oder? Oder ist das... Antivirus Pro blockiert Adware, die sich in legale Software versteckt und ihren Browser kontrollieren will. Alter, und wer blockiert euch? Ja, die wissen schon ganz genau, was du von denen denkst. Natürlich möchten sie das nicht lesen, ey. Unfassbar. Sonst stand immer sowas wie neue Bedrohung, jetzt upgraden. Und jetzt das liegt bestimmt an den neuen Facebook-Dings da gesagt. Das ist auch so ein Quatsch, ey. Dass sie die Cookies jetzt auslesen, meinst du? Ja. Jetzt ist der Kumpel schon wieder in der Mitte weg. Was ist das denn? Der darf doch eigentlich gar nicht offscreenen hier. Es ist doch... Ach, dann screen den halt, dann geh halt nach oben nochmal. Aber der kann doch nicht so oft Ach doch, weil du hochgeflogen bist, natürlich. Stimmt. Dann gehst du einfach nochmal hoch mit dem Trampolin da, wieder runter und dann kriegst du den auch. Nee, mit Trampolin mit Facebook. Ist gefährlich. Das war doch... Also, ich hab davon natürlich wieder mal keine Ahnung. Ich sag das vorsichtshalber, aber... Meinst du nicht? Das war doch tatsächlich schon vorher genauso. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Facebook wusste, wo ich war und was ich gemacht habe da. Also ist es nicht... Nee, die Cookies vom Browser konnte Facebook nicht auslesen. Ich hab ständig... Also ich hab... Wie sieht das denn mit der Werbung aus, die man auf Facebook bekommt? Na, die Werbung war hauptsächlich auf das getrimmt, was du in Facebook so likest und so weiter. Nee, eben nicht. Überhaupt nicht. Ich habe auf Facebook habe ich maximal irgendwelche Musik. Außer natürlich, die Werbung, die du dort gesehen hast, ist über dieses ganze Google Ad-Dings gelaufen. Google AdSense. Das ist dann ja schon ja auch auf das, was du bei Google suchst zum Beispiel, eingestellt. Ja, das macht schon mehr Sinn, ja. So, jetzt ist das Problem halt, dass der Goomba hier nicht mehr auftaucht. Ja, dann gehst du halt nochmal nach oben da. Hier nach oben oder was? Nee, ich meine beim Trampolin schon. Ja, aber das ist ja gerade das Gefährliche. Wieso? Dann ist der Goomba wieder... Weil ich die Pflanze reinlade. Achso, da hast du natürlich recht, ja. Deswegen sollte ich da ja, durfte ich da ja nicht hoch. Aber dann spulst du nochmal zurück. Warum verschwindet der Goomba da? Das ist dumm. Aber sag mal, mich würde es unheimlich oder wirklich mal interessieren, warum so viele Leute sich so Sorgen darum machen, was sie für oder über ihren Datenschutz da im Internet, was Facebook angeht. Die meisten Leute, die sich darüber aufregen, haben überhaupt nicht so intensives oder nutzen Facebook überhaupt nicht so intensiv. Und es ist einfach kein Verständnis bei mir selbst da. Ja, ich weiß es auch nicht. Es ist halt. Warum das so ernst oder so
von der Schippe genommen werden. Ich weiß nicht, stört es dich, wenn die Leute wissen, was für Seiten du besuchst, oder stört überhaupt es dich nicht? Das nicht, ist ne? halt die Frage. Und das ist halt bei jedem anders. Das verstehe anders. Ich halt nicht. Ja, natürlich, aber es würde mich halt einfach interessieren, was für jemanden da ausschlaggebend ist, dass jemand das stört. Ja, ich weiß es nicht, mich stört es auch nicht. Schade, ich hätte jetzt gedacht, dich stört das. Ehrlich gesagt nicht. Aber ich denke mal auch, man kann das zum Beispiel auf irgendeiner so einer Tippseite haben sie geschrieben, und das macht eigentlich auch Sinn. Man kann es relativ einfach umgehen, indem man einfach für Facebook einen eigenen Browser nutzt. Ja, ja. Weil dann kann der ja nur, ja, guck, da ist er noch. Ach, schade, dass unser Verwesster jetzt nicht da ist. Der hat ja sich jetzt Facebook gerade abgeschafft, deswegen. Das war also einer der wenigen, die das jetzt gemacht haben bei mir da auf Facebook. Der Janni Boy. Jan hat kein Facebook mehr? Really? Nein. Also ja. Really? Okay. Aber es ist jetzt scheiße, weil er jetzt nicht da ist. Er könnte sich dazu wesentlich besser selbst äußern. Ja, das stimmt natürlich. Na, du machst er würde lieber irgendwelche Wikipedia-Artikel vorlesen. Ja, wahrscheinlich über Facebook. Dann, über richtig. Huch. Super. Ach Mensch. Naja, wobei, der Fisch kann ja weg. So. So. Dann gucken wir halt mal, ob wir wieder Glück haben. Na, nicht den Goomba essen. So, Fisch ist da. Goomba auch. Die Switch noch ein bisschen anders platzieren, dass die Blume runter kann. Und jetzt offenbar auf Glück. Fisch, geh weg. Fisch. Los, bete für den Fisch. Das sieht doch ganz gut aus. Nein, jetzt ist er da unten. Das sieht nicht so gut aus. Nee, da ist er gerade ganz ungünstig. Na gut. Einmal neuer Fisch, bitte. Danke. Nein. Huch. Ah, was hab ich jetzt für eine Scheiße wieder gemacht? Große Scheiße. Was machst du denn da? Nicht voll. Ach, bisschen zu knapp. Bisschen zu knapp alles. So, huch, stopp. Nein, 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 nein. So, genau so. So ist okay. Alles gut. Ich muss sowohl mit dem Erstellen des Fisches als auch mit dem Runterlassen der Blume warten. Das ist eigentlich dumm, den Fisch schon viel zu bald zu holen. Dann geht das viel einfacher, weil er dann ja direkt vor mir ist in dem Moment. Na, so nicht. Der Raum 50, ist der dann noch lang, oder was ist denn das? Was willst du? Der Raum 50, ob der dann noch lang ist, oder was ist denn das? Ja, das ist nur das Ende, quasi. Okay. Das ist ja mein Raum vom Level. Ach so. Jetzt geht der Fisch, bleib doch mal hier. Das ist ganz gut. Ach, da brauchst du vielleicht 5 bis 10 Minuten für, maximal. Das ist doch wieder ein Puzzle. Ja, würde ich so nicht sagen, aber ja. Ist ja nicht so, dass Felix das nicht schon gesagt hat, aber die Zuschauer wissen auf jeden Fall, was da kommt, bestimmt. Oh, 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 jawohl! Okay. So, wenn es jetzt nicht hinhaut, dann müssen wir halt es anders machen. Aber jetzt habe ich es nochmal gemacht, ohne dass wir die Resetter genutzt haben. Das schaffst du echt ungewöhnlich schnell, das ist schön. Das werde ich nie wieder einbauen. Und schauen wir mal. Das wäre natürlich schön, wenn jetzt hier der Wickler rauskäme. Jawohl. Er hat's mit der Resetdoor verhauen. Das gibt's ja nicht, dann ist die Resetdoor quasi noch eine Falle, mehr oder weniger. Aber hier soll er nicht hin, ne? Ja, nö. Aber du kannst ihn sicherlich da auf den Boden einfach legen, oder? Selbst dann, ich weiß nicht, ob er nicht immer einfach oben in die Wand geht, weil der geht ja ein ganz schönes Stück nach oben. Der ist im zweiten oder dritten Block, er ist ja im zweiten, scheiße. Dann funktioniert das auch wieder nicht. Wo soll er denn hingehen? Naja, auf die Manche halt.
Naja, du könntest, gut. Dann lass ihn halt weiter unten raus. Ich meine, die Blume ist ja schon reingeladen. Das stimmt, du kannst versuchen, den ja... Ja, ja, hier rauslassen. Das ist gut, ja. Naja, geht so wahr. Vielleicht backt er sich dann auch hoch. Nee. Dann versuch ihn doch auf der direkt auf die Rope irgendwie zu lassen. So, oder jetzt geht hier so rein. Oh. Ja, das geht ja nicht, dann schießt ihn hier raus. Du musst irgendwie schon stehen. Ja, aber so lande ich jetzt ja nicht auf den Mann schon. Nee, es stimmt. Oh Gott. Du könntest einen Wallgrab machen und dann so kurz stehen und so weiter und so fort. Das würde funktionieren. Aber immerhin funktioniert der Glitch. Es ist unfassbar, dass das mit der, gerade die Resetor das noch verhaut. Das ist schön. Kannst du irgendwie den da nicht in die Wand reinsetzen? Ich versuch's ja schon, den so abzulegen, dass er da irgendwie sich hoch... Ja, das sieht doch vielleicht ganz gut aus. Noch ein Stück. Ah, nee. So fällt er runter, ja, scheiße. Oh, nee. Dann versuch den wirklich in die Wand reinzustecken. Nee, es bringt, es geht aber auch nicht. Ja, ja, bleib oben. Wenn du jetzt drauf springst, dann spring mal bitte drunter, versuch's einfach mal. Er wird sauer, vielleicht läuft er dann los. Ja, wahrscheinlich aber nach links. Wahrscheinlich ja. Aber scheiß drauf. Ist das schön. Ach Mensch. So ein wunderhübsches Bild wieder mal. Jetzt ist er da immer noch auf der Ecke. Das ist echt... Ah, Mann. Nee, es bringt doch nichts. Er müsste direkt einen Block einfach nur höher sein. Mit Glück. Ja, oder mit dem Wallgrab halt. Ja, du machst ihn ja sowieso ständig, wenn du es nicht willst, oder? Ja? Ich weiß gar nicht, was du mit Wallgrab meinst. Naja, dass du halt in der Ecke hängen bleibst und dann quasi abspringen könntest. Dann stehst du auf dem Pixel. Ja, das, was du machst, wenn du die Blöcke zum Beispiel zerstörst, die Turnblöcke da, oder wenn du einen Walljump machen möchtest, dass du ganz kurz auf einem Pixel noch stehen kannst, in der Wand. Und in dem Moment lasse ich ihn raus, oder was? Ja. Ach so. Weil er sonst quasi immer weggeschossen wird. Das ist aber echt keine gute Idee. Ich weiß nicht, ob das... Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht wirklich. Ein Stück vielleicht noch. Ja, mal gucken. Dann versuch's vielleicht, dass er noch weiter irgendwie nach links da geht. Das könnte schon funktionieren. Ach man, dieses ist auch so ein Arschloch. Warum bleibt er denn auf der Ecke? Ja, die haben das gemacht. Felix. Ja, er hat das gar nicht gemacht. Wie, er wird so getestet? Ja, okay, ich frag gar nicht. Den Teil meinte er doch, dass er das nicht getestet hätte. Das stimmt, das kann sein. Versuch das noch ein ganz kleines Stück weiter nach rechts zu bewegen, das Ding irgendwie. Ohne dass ja, ich gehe schon mal ein Stück weiter mit jedem Safe State. Ah, sehr gut. Nur sobald er da drin bleibt in der Ecke, dann ist auch fertig, dann geht er nicht da lang. Du kannst natürlich versuchen, den irgendwie da rein zu scrollen. Ich weiß nicht, wie der da drin backt. Ach nicht, scheiße, fuck. Das ist natürlich dumm. Ah, das ist gesafe-stated, ja, schön. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich stande. Aber so ist er... Oh, oh, oh. Ja, sehr gut. Aber jetzt bleibt... Ist er nicht hoch genug? Oh Mann. Oh. Das ist echt ein Trauerspiel hier. Retardierendes Moment. Traurig. Wenn der Yoshi Tötungsblöck macht, das ist auch Schwachsinn. Nee, das funktioniert so nicht, dann scheiße. Das muss doch von da oben irgendwie gehen, Mensch. Jetzt ist gar nichts rausgekommen, oder? Nee. Auch schön. Ja, da waren keine Augen drin, das ist dann schon ein bisschen scheiße. Hä? Jetzt kaputt. Ja, es ist manchmal von der X-Position irgendwie abhängig. Hä? Jetzt will es gar nicht mehr, ja? Ach gut. Es ist nicht von der X-Position abhängig. Ah, der bleibt hier in der Ecke, der bleibt hier, das ist in der Mitte hohl. Naja, da ist Lava drin wahrscheinlich. Da drückt er sich nicht durch, das heißt, er müsste sich exakt am Rand durchdrücken.
Das ist aber nicht da geht er dann halt auch abhängig. Nur bis zu den Manchern und dann das Ende. Naja, ja, das funktioniert so auf jeden Fall nicht so gut. Ja, darum geht's plötzlich nicht mehr. Was ist das denn für ein Scheiß jetzt? Nee, das ist abhängig vom Frame und vom Sprite, den du da quasi reinlädst. Ich weiß nicht, vielleicht hängt es damit zusammen, dass sie gerade irgendwie... die hat ja so einen gewissen Moment, wo sie dann komplett zurück in ihrer Röhre sich verkrochen hat. Ja, und dann, ja, richtig, richtig. Wahrscheinlich wird es damit was zu tun haben, aber ich weiß nicht. Ja, ja, Felix müsste das einfach nur irgendwie ein bisschen höher setzen, da die... 45 Minuten. Übrigens. Die Reihe, ja, dann... Dann setzt das am besten jetzt noch, weil es ist auch schon wieder so lang für ein Bart. Scheiße. Nochmal den Moment haben, wo ich hochgehe, das wäre voll nett. Mit der Hoffnung, dass ich da safe staten kann. Du musst dich auch noch vorher klein machen. Was? Ja, da oben ist eine kleine Tür. Ich weiß nicht, vielleicht ginge das auch noch mit dem Wiggler, aber ich glaube, selbst das hättest du auch schon verkackt. Moment, Moment, ich guck mir das an. Och, wo ist denn das hier? Ach nee, da wäre sogar noch ein Muncher, also das ginge alles wunderschön. Wenigstens etwas. Mhm. Aber setz dich mal lieber echt in Lunar Magic um, das will hier keine Sau mehr sehen. Oh, nee. Nee, da geht er zu hoch. Das muss man doch verhindern können, das gibt's doch nicht. Achso, der ist automatisch 2 hoch. Das ist ein bisschen doof. Oh, warte mal. Was kommt dir jetzt für eine Idee? Ohne die Ikone. Vielleicht kann ich den stoppen. Jetzt ist er komplett weg. Mit diesem komischen Wiggler, da gibt es auch noch so viele lustige Sachen, die man einbauen könnte. Du könntest vielleicht, wobei, ob das funktioniert und dann auch noch in einem vertikalen Level. Nee, ach komm, lassen wir das. Warte, ich wollte mal gucken. Ich kann ja auf den draufspringen relativ bald. Vielleicht kann ich den so stoppen. Na, so nicht? Oh, ich weiß nicht. Das funktioniert nicht, meine ich. Der hat auf jeden Fall trotzdem, wenn er da rauskommt, diese Aufwärtsbewegung. Ja, okay, ich konnte ihn zwar rot machen eher, aber es hat nichts gebracht. Aber er ist rot, schön. Willst du das jetzt echt noch in dem Part machen mit dem Dings, oder? Nee, ich kann jetzt ja nichts mehr machen. Nicht meinen mit dem Umsetzen des Raumes und so weiter und so fort? Nee, wenn du sagst, da kommt noch ein Abschnitt, nein, das dauert echt nicht lange. Nein, das dauert nicht lange. Ja, du kennst mich doch. Das braucht schon. Ach, das dauert, das kann nicht lang dauern, weil da musst du nichts machen in dem Sinne. Das heißt bei mir nichts. Nee, du musst da echt nicht viel machen. Jetzt sieht's gar nicht so schlecht aus. Nee, ich hab mal gestoppt, aber es hat nichts gebracht. Ja, es sah gerade ganz gut aus, schade. Ja, ich weiß. Schön, wir machen das jetzt einfach noch bis 50 Minuten und dann ist Ende. Och nee, ey. Das sind 2 Minuten. Ja, 2 Minuten der Qual hier. Ich weiß gerade nicht, wer sich mehr quält. Ehrlich gesagt. Ich glaube ich. Ja, Gottchen. Ja, ich warte darauf sehnsüchtig schon seit 14, 15, 16, 18 Parts, dass du endlich diesen Raum 50 spielen kannst. Diesen wunderschönen, gut spielbaren Raum 50 und jetzt hältst du dich hier noch 2 Minuten länger an dem hier auf. Ja. Das ist so traurig. Das wird so oder so erst im nächsten Part. Du kannst, ich weiß nicht, wie sieht denn das aus, wenn du scrollst, während der rausgeht? Das nimmt auf den überhaupt keinen Einfluss, oder? Nee. Vielleicht, dass du dadurch seine Aufwärtsbewegung irgendwie stoppen kannst oder so? Nee. Nee, das ist Schwachsinn. Gott, aber jetzt hier natürlich nicht. Du könntest theoretisch versuchen, das auch mit Start und Start, also mit Pause und, also mit der Pause-Funktion. Das ist eine geile Idee. Nein, das ist keine geile Idee, da geht er nicht raus. Wenn er da oben drin ist, kommt er da nicht mehr runter, meine ich. Oder wie hast du das jetzt gemeint? Ja, nee, es gibt so Möglichkeiten teilweise, dass du durch Start und, was ist nur Start, einfach Start, zweimal Start drücken, Pause, nicht mehr Pause, dass du da gewisse Dinge im Spiel beeinflussen kannst, aber das ist, funktioniert ja auch nicht. Ach so, ja, nee. Nee, was wolltest du? Du wolltest den da jetzt rausbuggen, oder was? Ja, irgendwie so, aber...
Wenn er jetzt eine schräge, wenn Felix da eine schräge hingebaut hätte, dann wäre einerseits dieses Yoshi-Durchbuggen da gefixt und andererseits könntest du den vielleicht durchbuggen, schade. Ich kann ja auch. Nee, geht nicht. Das funktioniert nicht. Ach so, ja. Oh, oh, oh. Ja, du hast ihn aber angestupst, also der dreht sich jetzt gerade. Ah, fuck you. Was ist denn, wenn du jetzt da drauf springst irgendwie? Huch. Was huch? Huch! Ich hab ne Münze draus gemacht. Wieso, was hast du gemacht? Bei mir ist gerade ein Standbild. Ich hab drauf geschossen. Was? Ach so, ja. Gut. Wollte ich nicht. Scheiße. Aber trotzdem, wenn ich den da jetzt so reinkriege, dann könnte ich doch theoretisch... Du kannst doch versuchen, manchmal dauert das ja ein bisschen länger, bis da was rauskommt. Ich bin wieder bei den 50 Minuten, aber... Ach, Mann, kannst du denn, wenn du das Ding hinlegst, das dann noch mit Mario nehmen und irgendwo hintragen? Sodass du das vielleicht gerade so richtig irgendwie positionieren könntest in der Zeit? Oh Gott. Und es dauert ja immer ein ganz kleines Stück manchmal, oder zumindest, es kommt halt wieder auf den Frame an, wann da was rauskommt. Aber ja, du hast recht, das kann ich ja da oben machen. Nee, es ist halt die Frage, ob du das Ding tragen kannst oder nicht. Ja, ja. Während da was rauskommt. Scheiße, dann muss ich die Feder auswählen. Du kannst auch direkt beides irgendwie wegmachen mit der Blume da. Also mit der Lotuspflanze. Ach Quatsch, wie heißt das Ding? Mit der Piranha-Pflanze, meine Güte. Dir deine Power-Ups. Oh, ich kill den immer, wenn ich absteige. Die Power-Ups musst du ja sowieso verlieren, von daher. Ja, gut. Nicht, dass du mit der Feder das Ding irgendwie noch andrehst oder. Wobei, ja, keine Ahnung. Dass ich das andrehen? Ja, ich weiß nicht, ob der Sprite, der da rauskommt, ob der mit der Feder interagiert und du den dann quasi wegdrehst und der dann wieder kaputt ist oder so. Ach so. Ist er, glaube ich, aber nicht, aber ach, es ist. Du musst sie ja sowieso verlieren, die Power-Ups. Was war das denn? Hast du da die Wand gerade gegrabt? Das sah übrigens gut aus, das war halt auf der falschen Seite. Du warst eben irgendwie ein Stück höher, wie hast du das denn gemacht? Was? Wie? Wo war ich ein Stück höher? Nee, ja, hier, guck mal. Ja, das habe ich wieder so reingedrückt. Ach so, das sah nur bei mir so aus, weil man bei mir kurz die Augen gesehen hat. Ja, gut, das kann sein. Ja, ja, das ist nicht das Zittern, sondern das ist dieses... Ja, ja, das ist, der dreht sich gerade. Genau. Ja, dann versuch das noch kurz mit dem Tragen des Sprites. Ja, du machst den sogar kaputt mit der Blume, mit der Feder, ne? Ja. Dann sorgst du dafür, dass... Wobei, selbst wenn du da oben stehst, macht das eh. Aber wo soll ich es dann hinsetzen, Sprite? Ich müsste es unten rauslassen und dann da oben. Nee. Ja doch, das würde schon. Oh Mann, ey, das ist doch scheiße alles. Du könntest es hier unten rauslassen und dann da reinsetzen in die Wand, ja. Das wäre schön, wenn das funktioniert. Wirklich schön. Ja, 52 Minuten, scheiße. Ich hab Angst. Kannst du dir nicht deine Power-Ups vorher irgendwie noch wegmachen? Warte mal. Ja, muss ich wohl. Nee, aber da ist nichts, wo du es wegmachen könntest. Der Goomba ist tot und alles ist weg. Ja, der Goomba darf halt nicht tot sein. Ach so. Hast du den nicht auch getötet, den Goomba? Oder hattest du ja, den... aber vielleicht komme ich ja... Oh. Oh nein. Nein, 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 nein. Komme ich nicht. Nee, komme ich nicht. Nee, nee, lass das bitte. Komm ich nicht, scheiße. Was hab ich jetzt gemacht hier? So. Los, hoch mit dir. Hoch mit dir, los. Springen wir hier hoch, los, jetzt hier, los. Ach Mann, das klingt ja wie in so einem wunderschönen romantischen Porno. Los jetzt, Alarm. Ja, ja, ja. Kennst du den? Kenn ich. Den Schweizer Synchron-Typi da. Was? Und wen meinst du, Conny Ducks? Na halt, dieses Video, wo sie so 3 Minuten zeigen, wie so ein Porno synchronisiert wird. In Schweiz. Ach so, ja, 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 klar. Der Typ, Alter, das würde ich mir niemals angucken können. Ja, ja. So ist lässig, so ist gut. Was ist, es ist sehr leicht verdientes Geld auf der anderen Seite auch. Ich verstehe vor allem nicht, warum man nichts anhaben muss dabei. Ja, das ist, um das richtige Feeling halt zu überbringen. Ja, gut. Total. Oh, ich hol's. Oh, Freunde, setz dich doch bitte in den Raum einfach. Das funktioniert. Ja, ja, so. Ja, ja, aber im nächsten Part. Ja.
grundsätzlich würde das vielleicht funktionieren, gerade nicht. Wenn man durch die Rezeptor geht, geht es erst recht nicht. So haben wir jetzt zumindest den Sprite hergekriegt. 54 Minuten, herzlichen Glückwunsch. Ja, es hat Felix wieder gut ausgeklügelt. Wie sagt Kronk, ist immer so schön, alles über 30 Minuten ist Luxus. Auf jeden Fall. Der schafft es ja auch nicht, seine Forest-Folgen. Da könnte ich mich jedes Mal aufregen, wenn der 50 Minuten Forest hochlädt. Oder aber du, guck mal, du warst doch jemand, der... Wow. Ja. Du warst doch jemand, der immer gesagt hat, man kann sich die Parts auch theoretisch einteilen, was jetzt ja, hier nicht unbedingt natürlich Sinn macht. Also, man ganz kann es auch einfach gar nicht gucken. Das ist für dich hier viel genau besser. Ja, guckt euch das einfach nicht an, guckt euch den nächsten Part an und dann ist alles schön. Danke fürs Zuschauen. Ich Felix, du hast es gut gemacht mit der Tür. Felix hat die perfekte Falle eingebaut. Dann tut er so, als ob, ja, Resetor, geh mal lieber rein. Aber der hat nichts getestet. Testet eure fucking Level, wenn ihr sie mir einsendet. Ja, das wäre echt... Nö, testet die bitte nicht. Das ist vor allem, aber HF hat doch das Level gespielt, dachte ich. Nee, aber das hier nicht. Das ist ja der Secret Exit. Ach so. Und das andere hatte er gebreakt und das war alles behoben und dann ging es nicht mehr. Ach stimmt, das waren die Breaks. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob du das hier auch gespielt hattest, HF, aber ich glaube nicht. Ey, Mensch, wir labern immer noch. Danke fürs Zugucken und ja, tschüss. Ja.